Jetzt hat auch das Impfen bei uns begonnen. Erste Station des mobilen Impfteams des DRK-Kreisverband Bitburg-Prüm heute Morgen, das Senioren- und Pflegezentrum St. Peter in Habscheid. Für die dortige Heimleitung eine nicht alltägliche Herausforderung. Ja, die Hauptaufgabe der Pflegeeinrichtung ist eigentlich, die Angehörigen, Betreuer oder die Bewohner selber halt abzufragen, ob sie sich impfen lassen möchten oder nicht. Dann bekommt man vom Landesamt Dokumente zur Verfügung gestellt, die dann dementsprechend ausgefüllt werden und von den Betreuern unterschrieben oder halt von den Bewohnern unterschrieben werden. Und wenn die vorliegen, dann kann man sich impfbereit melden. In einem Nebenraum bereitet ein freiwilliges Apothekerteam die angelieferten Dosen mit dem BioNTech-Impfstoff für die Impfung vor. Fachwissen und Konzentration sind jetzt gefragt. Alle aus den Teams mussten hierfür speziell geschult werden. Die Anleitung ist praktisch von BioNTech, die diese Impfstoffe herstellen. Über Video haben wir das gesehen, konnten wir uns da informieren. Wir haben da auch eine Schulung online bekam man von der Firma, wie man das macht. Es ist natürlich alles immer erstmal auszuprobieren und zu testen. Aber wenn man es ein paar Mal gemacht hat, dann geht das auch einfacher, ja. Das Pflegepersonal ging dann mit gutem Beispiel voran. Doch bevor geimpft wird, muss aufgeklärt werden. Allgemeinmediziner Norbert Wilmsen weiß, welche Fragen jetzt von ihm zu beantworten sind. Nebenwirkungen sind natürlich auch jetzt zunächst mal Schmerzen, Röteln an der Einstichstelle, dann die Beschwerden bei Fieber, Schüttelfrost, Kopfschmerzen, das sind aber auch bei anderen Impfstoffen der Fall. Aber die Fragen kann man durchaus sicherlich beantworten. Was man nicht beantworten können, das ist auch sehr schön geschrieben, da kann man nämlich sagen, wie lange hält der Impfschutz, gibt es seltene Nebenwirkungen, gibt es verzögerte Nebenwirkungen, die sich erst Monate nach den Impfungen einstellen, wie wirksam ist der Impfstoff im Vergleich zu anderen Impfstoffen und wie lange schützt er eigentlich. Ja? Ein kleiner Pieks und das war's auch schon. Nicht nur für Pflegerin Tina Lochmann war am Ende klar, dass sie sich impfen lassen wird. Ja, natürlich hat man sich viele Gedanken gemacht und hat mit den Kollegen gesprochen und abgewägt und dann, ja, uns dafür entschieden. Aber auch die Bewohner und Bewohnerinnen im Senioren- und Pflegezentrum St. Peter wollten sich mehrheitlich der Impfung nicht verschließen. Allen voran Frau Acker, die, wie sie uns sagte, in ihrem Leben schon so manche Impfungen überstanden hat. Ja, als Kleinkind fing mit der Pocken an, dann kam der Mumps. Da kam die Diphtherie, ja, und dann die Kinderlähmung, und das hat immer gut gegangen. Und warum soll das jetzt nicht gut gehen? Ja, ist mein Meinung. Und dann war es auch für sie soweit. Eine Spritze, auf die auch sie so lange hatte warten müssen. Für die 91-jährige Heimbewohnerin ein Allerweltsvorgang, den sie hinterher mit ihrem typischen rheinischen Humor kommentierte. Ja, wenn es schlimmer wird. Nee, wir sind schon fertig. Ich drück jetzt noch ein bisschen. Das Fazit der ersten beiden Impftage zog dann Thorsten Meyer vom DRK-Kreisverband Bitburg-Prüm. Die Impfung ist im Eifelkreis sehr gut angelaufen. Wir sind sehr zufrieden. Die Altenheime haben alles hervorragend vorbereitet. Impfstoff haben wir genug geliefert bekommen, sodass wir durchgängig jetzt Tag für Tag Altenheime impfen können.